Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Sehr verehrte liebe Familie Meißner, liebe Angehörige und Freunde unseres heimgegangenen Alterzbischofs, Eminenzen, Exzellenzen, liebe Mitbrüder im diakonalen und priesterlichen Dienst, liebe Schwestern und Brüder. Sehr herzlich heiße ich Sie heute Morgen alle hier in unserem Kölner Dom willkommen und ebenso all die vielen, die in dieser Stunde mit uns über das Fernsehen, das Internet, das Radio verbunden sind. Um Abschied zu nehmen von Joachim Kardinal Meißner, der unserem Erzbistum Köln 25 Jahre lang als Erzbischof gedient hat, der 25 Jahre hier in unserer Kölner Kirche den Dienst am Wort und am Sakrament versehen hat. Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich aufgemacht haben, heute Abschied zu nehmen und damit auch zugleich Ihren Dank und Ihren Respekt vor unserem heimgegangenen Erzbischof zum Ausdruck zu bringen. Es ist mir eine besondere Freude, Sie, Herr Apostolischer Nuntius, den Vertreter des Heiligen Vaters, in unserer Mitte wissen zu dürfen. Ich danke Ihnen, dass Sie jetzt gleich auch ein Wort des Heiligen Vaters, das er in dieser Stunde des Abschieds an uns richtet, vortragen werden. Ich begrüße alle Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz mit ihrem Vorsitzenden, dem Erzbischof von München, Kardinal Marx. Ich begrüße alle anderen Herren Kardinäle, die vielen, vielen Bischöfe aus dem In- und Ausland. Ich begrüße die Vertreter der Ökumene. Und es ist mir auch eine besondere Freude, Sie, Herr Ministerpräsident Laschet, und mit Ihnen all die anderen Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger in Gesellschaft, Politik und Kultur willkommen zu heißen und ebenso natürlich auch die Vertreterinnen und Vertreter der vielen verschiedenen Gremien in unserer Diözese und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Generalvikariates, die in den vergangenen 25 Jahren gemeinsam mit unserem Erzbischof die Geschicke unserer Diözese geleitet haben. Ein besonderer Gruß gilt Kardinal Erdő, dem Primas Ungarns, der heute die Predigt halten wird. Unser Kardinal Meißner war in einer besonderen Weise mit Ungarn, mit Polen, mit Tschechien, mit der Slowakei verbunden. Und er hat gerade auch aufgrund seiner eigenen Lebensgeschichte sehr viel zur Versöhnung der Völker Osteuropas mit Deutschland und auch der Kirchen Deutschlands und Osteuropas beigetragen. Herzlich begrüße ich auch Erzbischof Genswein, der im Auftrag unseres Papstes Emeritus Benedikt heute hier unter uns ist und der am Ende auch ein Wort des Heiligen Vaters Benedikt an uns richten wird. Jetzt darf ich Sie, lieber Herr Nuntius, zunächst um das Wort des Heiligen Vaters Franziskus bitten. Seine Eminenz Kardinal Rainer Wölki, Erzbischof von Köln. Mit innerer Anteilnahme habe ich dich nachträglich aufgenommen, dass der barmherzige Gott Kardinal Joachim Meißner plötzlich und unerwartet von dieser Welt abberufen hat. Ich verbinde mich mit Ihnen und den Gläubigen des Erzbistums Köln im Gebet für den verstorbenen Hirten. Aus einem tiefen Glauben und einer aufrichtigen Liebe zur Kirche heraus ist Kardinal Meißner für die frohe Botschaft eingetreten. Christus, der Herr, lohne ihm seinen treuen
und überschrockenen Einsatz für das Wohl der Menschen in Ost und West und schenke ihm Anteil an der Gemeinschaft der Heiligen im Himmel. Von Herzen erteile ich allen, die dies Verstorbenen in Gebet und Opfer gedenken, den apostolischen Segen. Papst Franziskus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir wollen jetzt das tun, was wir als Christen immer tun, dann, wenn einer aus unserer Mitte heimgegangen ist zu Gott. Wir feiern die heilige Eucharistie. Der Herr schenkt uns seine Gegenwart in Wort und Sakrament. Es ist die Feier von Tod und Auferstehung. Wir Christen wissen, dass der Tod nur der Hinübergang ist von der einen Hand Gottes in die andere. Deshalb wollen wir uns jetzt am Beginn dieser Feier einen Augenblick auf unser eigenes Leben besinnen. Wir wollen bekennen, dass wir Sünde und Schuld auf uns geladen haben und der Vergebung bedürfen, damit wir in dieser Stunde die Geheimnisse unseres Glaubens in rechter Weise begehen können. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Thank you.
Lasset uns bieten. Allmächtiger Gott, erbarme dich unseres verstorbenen Bischofs Joachim Kardinal Meißner. Ihm hast du die Sorge für die Kirche von Köln anvertraut. Schenke ihm nun den Lohn für seine Mühen und nimm ihn auf in deine Freude. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen, denn es heißt in der Schrift: So wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird Gott preisen. Also wird jeder von uns vor Gott Rechenschaft über sich selbst ablegen. Wort des lebendigen Gottes. Befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, und ruht im Schatten des Allmächtigen, der sagt zum Herrn: Du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus allem Verderben. Er beschirmt dich mit seinen Flügeln. Unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. Schild und Schutz ist dir seine Treue. Er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Du
schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf Löwen und Drachen. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten, ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Vater, Herr des Himmels und der Erde, du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, O In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Thank you.
Eminenzen, verehrte Mitbrüder im bischöflichen und priesterlichen Amt, werte Vertreter des öffentlichen Lebens, liebe trauernde Gemeinde. Im heutigen Evangelium spricht Jesus aus der Tiefe seines Herzens. Er ist voller Freude, weil die einfachen und demütigen Leute seine Person und seine Offenbarung annehmen. Sie nehmen ihn an, weil sie nicht ihrem eigenen Wissen vertrauen. Sie halten sich nicht für klug und weise. Wir begegnen aber der Freude in dieser Erzählung des Evangeliums auch in einem anderen Zusammenhang. Die Jünger freuen sich darüber, dass sie die Lehre Jesu angenommen haben, weil Jesus dem allmächtigen Gott seinen Vater nennt und sagt, dass er den Vater kennt und alles von ihm erhalten hat. Jesus ist derjenige, der uns Menschen all dies offenbaren will. Die Liebe des Vaters offenbart sich uns, wenn wir die Lehre Jesu mit Demut annehmen. Ja, Vater, ruft Jesus in seinem Gebet. Diese Worte klingen ähnlich wie das Ja-Wort Mariens und drücken aus, dass Jesus sein ganzes irdisches Leben der Erfüllung des Willens des Vaters widmet. Er ist mit der ganzen Liebe seines menschlichen Herzens dem Vater zugetan. Er ist dem verborgenen Plan treu, der von der Seite des Menschen betrachtet als Mysterium des Willens Gottes erscheint. Ich habe Kardinal Meissner noch in der DDR kennengelernt. Die ungarischen Priesterkandidaten durften am Anfang der 70er Jahren noch nicht nach dem Westen fahren. Wir konnten aber unsere Ferien in der DDR verbringen, wo wir nicht nur westliche theologische Bücher fanden, sondern auch einer katholischen Kirche begegneten, die zwar in der Diaspora lebte, aber viel mehr Möglichkeiten hatte als unsere ungarische Kirche. Verschiedene Ordensgemeinschaften zum Beispiel, die bei uns streng verboten waren, wie die Jesuiten und viele andere, durften dort legal existieren. So war es auch in Ostberlin an der Pappelallee, wo eine Gemeinschaft der Karmelitinnen lebte. Man sagte, dort gäbe es eine ungarische Schwester. Diese ungarische Schwester, die 30 Jahre nach dem Krieg noch immer so genannt wurde, war Cherubina Brümmer, die 1946 so eine typisch mitteleuropäische Absurdität als deutsche Frau aus Ungarn vertrieben worden war. Bei diesen Schwestern habe ich zum ersten Mal von dem sympathischen Priester Joachim Meissner gehört, der in Schlesien geboren, in Ostdeutschland Bankkaufmann wurde und als Spätberufener die Priesterweihe empfing. Als ich dann 1975 eine Primizmesse in Ostberlin zelebrierte, wurde ich dem neu ernannten Weihbischof Meissner vorgestellt. Später hörte ich, dass er zum Erzbischof von Berlin ernannt worden war. Eine Aufgabe, die in der damaligen Zeit ganz außerordentlich war. Eine Diözese, die in Ost- und West-Berlin gleichfalls zuständig war, ein Erzbischof, der seinen pastoralen Dienst in beiden Teilen der Stadt sogar ausüben durfte. Es war eine ganz heikle Position, die viel Verständnis und Diplomatie von ihm verlangte. Erzbischof Meissner wurde dann in Kürze Kardinal und Vorsitzender der Berliner Bischofskonferenz. In dieser verantwortungsvollen Stellung hat er einen kaum zu überschätzenden Beitrag zur deutschen Wiedervereinigung geleistet. 1988 wurde er von Heiligen Johannes Paul II. Zum Erzbischof von Köln ernannt.
Er wurde auch Vorsitzender der Solidaritätsaktion Renovabis und hat weit über die Grenzen seiner Diözese hinaus für die Weltkirche Entscheidendes geleistet. Die Bischöfe unserer Region können dankbar bezeugen, dass Kardinal Meissner auch für die Länder Mittel- und Osteuropas vieles getan hat. Mit diesen Ländern hat ihn auch die Erinnerung an seinen Vater verbunden, der im Krieg in dieser Region gefallen war. Die Verdienste von Kardinal Meissner als Oberhirt der Erzdiözese Köln könnten alle Anwesenden viel authentischer bezeugen als ich, der seine schöpferische Tätigkeit nur aus der Ferne begleiten konnte. Sein christliches und soziales Zeugnis hat sich weit über die Grenzen der Erzdiözese von Köln ausgewirkt. Seine pastorale Einstellung wurde durch Unmittelbarkeit, Offenheit für Kinder, Jugendliche, Arme und Fremde charakterisiert. Schon in seinen priesterlichen Jahren leitete er die Caritas. Sein soziales Engagement für die Armen und Bedürftigen hat ihn sein ganzes Leben lang begleitet. Er war also ein dynamischer, offener Pastor mit viel praktischem Sinn. Er hat aber auch die christliche Lehre und die Wahrheit leidenschaftlich gesucht und geliebt. Er hat viel Freude am Glauben und an der pastoralen Arbeit gefunden. In dieser Hinsicht kann man sogar sagen, dass er mit Papst Franziskus kongenial war. Papst Franziskus hat in seinem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium ja geschrieben. Ich zitiere: In gleicher Form von Evangelisierung liegt der Vorrang immer bei Gott, der uns zur Mitarbeit mit ihm gerufen und uns mit der Kraft seines Geistes angespornt hat. Die wahre Neuheit ist die, welche Gott selber geheimnisvoll hervorbringen will, die er eingibt, die er erweckt, die er auf tausenderlei Weise lenkt und begleitet. Im ganzen Leben der Kirche muss man immer deutlich machen, dass die Initiative bei Gott liegt, dass er uns zuerst geliebt hat. Diese Überzeugung erlaubt uns, inmitten einer so anspruchsvollen und herausfordernden Aufgabe, die unser Leben ganz und gar vereinnahmt, die Freude zu bewahren. Ende des Zitates. Was bedeutet es also, ein Christ zu sein? Eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, der unser Meister und unser Herr ist. Er ist keine mythologische Figur, sondern eine geschichtliche Person, wahrer Gott und wahrer Mensch. Zu seiner Lehre und zu seinem ganzen Werk führt also ein historischer Weg. Und diesen Weg müssen wir nicht als Einzelgänger begehen, sondern in der Gemeinschaft der Kirche, die uns mit Christus verbindet. Papst Franziskus hat in seinem letzten Telegramm über den Einsatz von Kardinal Meissner für den Glauben geschrieben: Aus einem tiefen Glauben und einer aufrichtigen Liebe zur Kirche heraus ist Kardinal Meissner für die frohe Botschaft eingetreten. Christus hat seine Schüler Freunde genannt. Dies gilt für alle Gläubigen, ganz besonders aber für die Priester und die Bischöfe, die in der eucharistischen Gemeinde in der Person Christi den Vorsitz haben. Eine besondere Verbindung mit Christus erleben wir auch im Gebet. Wir haben mit tiefer Berührung erfahren, dass Kardinal Meissner während seines Stundengebetes vom Gott heimgerufen wurde. In seiner Person hat uns einer der großen Apostelnachfolger unserer Zeit verlassen. Wir danken Kardinal Meissner für sein Glaubens- und Lebenszeugnis, das er für uns alle hinterlassen hat. Kardinal Meissner war ein großer Marienverehrer.
Er hat die Gnadenbilder geschätzt und hat die Gottesmutter als Schutzherrin der verschiedenen Völker und der ganzen Christenheit verehrt. Aus seiner marianischen Frömmigkeit bewahren wir das Vertrauen zur göttlichen Vorsehung und auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, die trotz Schwierigkeiten und Sünden den Weg der Menschheit begleitet. Bitten wir den allmächtigen und barmherzigen Gott, schenke unserem verstorbenen Mitbruder Anteil an der Gemeinschaft der Jungfrau Maria und aller Heiligen. Amen. Gott selbst leitet sein Volk durch die Hirten, die er ihm gibt. In Dankbarkeit gedenken wir unseres verstorbenen Alterzbischofs Joachim Kardinal Meißner. Für ihn und in seinen Anliegen rufen wir zu Christus, dem Herrn der Kirche. Wir beten für Joachim Kardinal Meißner, der uns im Glauben vorangegangen ist, dass sein Leben und Wirken für unser Erzbistum und die Weltkirche in dir seine Vollendung findet und er uns als treuer Fürsprecher beim Vater nahe bleibt. Herr, höre uns, Christus. Herr, höre uns, Christus. Für Kardinal Wölki, der ihm auf dem Stuhl des heiligen Maternus nachgefolgt ist, dass er nicht müde werde, dein Volk nach deinem Willen zu leiten, die Wahrheit in Liebe zu verkünden und uns mit deinen Sakramenten zu stärken. Herr, höre uns, Christus. Für unsere Erzdiözese, der Kardinal Meißner so lange gedient hat, dass sie den Herausforderungen der Zeit im Vertrauen auf dich begegnen kann und der Glaube und das Leben vor Ort
durch die Mitsorge vieler lebendig bleibt. Herr, höre uns, Christus. Für alle, die Kardinal Meißner zu einem Dienst in der Kirche geweiht oder gesendet hat, dass sie die Freude an ihrem Dienst nicht verlieren und durch ihn einmütiges Bemühen den Glauben stärken und den Fernstehenden einen neuen Weg zu dir eröffnen. Herr, höre uns, Christus. Für die getrennten Kirchen, die nach Wegen zur Überwindung der Spaltungen suchen, dass alle Bemühungen von gegenseitiger Achtung, Liebe zur Wahrheit und Geduld untereinander geleitet sind und in der Kraft deines Geistes zur ersehnten Einheit führen. Herr, höre uns, Christus. Für alle Notleidenden, denen in besonderer Weise die Hirtensorge der Kirche gilt, dass sie in Krankheit und Verzweiflung, in Ratlosigkeit und Misserfolg Zuversicht finden durch deine Nähe und Hilfe, durch gütige und verständige Menschen. Herr, höre uns, Christus. Barmherziger Gott, erhöre unser Gebet und wende unserem verstorbenen Alterzbischof Joachim Kardinal Meißner dein Erbarmen zu. Auf Christus hat er gehofft, ihn hat er verkündigt. Gib ihm nun Anteil an seiner Herrlichkeit und beschütze die Herde, für die er unermüdlich gewirkt hat, auch in Zukunft auf ihrem Weg durch die Zeit, durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Schwestern und Brüder, die heutige Kollekte ist für die Kardinal-Meißner-Stiftung bestimmt. Sie fördert die Priesterausbildung und die Pastoral- und Gemeindeentwicklung im Erzbistum Köln sowie in Mittelost- und Südeuropa. Für Ihre großzügige Gabe danken wir Ihnen von Herzen.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, erweise deinem Diener, unserem Bischof Joachim, dein reiches Erbarmen. Dieses Opfer, das er so oft für das Heil der Gläubigen gefeiert hat, bringe auch ihm die Vergebung aller Schuld. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. In ihm erstrahlt uns die Hoffnung, dass wir zur Seligkeit auferstehen. Bedrückt uns auch das Los des sicheren Todes, so tröstet uns doch die Verheißung der künftigen Unsterblichkeit. Denn deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen. Und wenn die Herberge der irdischen Pilgerschaft zerfällt, ist uns im Himmel eine ewige Wohnung bereitet. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir. Bis du kommst, den Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit allen Heiligen des Erzbistums Köln und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer Maria und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erbarme dich unseres, erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hilfsversammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unseres Bruders Joachim, den du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört er Christus an. Ihm ist er gleich geworden im Tod. Gib ihm auch Anteil an der Auferstehung, wenn Christus die Toten auferweckt und unseren irdischen Leib seinem verklärten Leib ähnlich macht. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, dir ähnlich sein auf ewig und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu rufen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ja, wir vergeben uns.
allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir dich, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. So gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin die Auferstehung und das Leben, so spricht Christus der Herr. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird in Ewigkeit leben. Thank you.
Lasset uns beten. Erhöre unser Gebet, barmherziger Gott, und wende unserem verstorbenen Bischof Joachim dein Erbarmen zu. Auf Christus hat er gehofft, ihn hat er verkündigt. Gib ihm durch dieses Opfer Anteil an der Herrlichkeit deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. In dieser Stunde, in der die Kirche von Köln und gläubige Menschen weit darüber hinaus Abschied nehmen von Kardinal Joachim Meissner, bin auch ich in meinem Herzen und in meinen Gedanken bei Ihnen und folge deshalb gern dem Wunsch von Kardinal Wölki, ein Wort des Gedenkens an Sie zu richten. Als ich vergangenen Mittwoch durch ein Telefonat den Tod von Kardinal Meissner erfuhr, wollte ich es zunächst nicht glauben. Am Tag zuvor hatten wir noch über das Telefon miteinander gesprochen. Aus seiner Stimme klang die Dankbarkeit dafür, dass er nun im Urlaub angelangt war, nachdem er am Sonntag zuvor noch an der Seligsprechung von Bischof Theophilius Matulionis in Vilnius teilgenommen hatte. Die Liebe zu den Kirchen in Nachbarländern im Osten, die unter der kommunistischen Verfolgung gelitten hatten, wie die Dankbarkeit für das Standhalten in den Leiden jener Zeit, hat ihn zeitlebens geprägt. Und so ist es wohl doch kein Zufall, dass der letzte Besuch in seinem Leben einem der Bekenner des Glaubens in jenen Ländern gegolten hat. Was mich an den letzten Gesprächen mit dem heimgegangenen Kardinal besonders beeindruckt hat, das war die gelöste Heiterkeit, die innere Freude und die Zuversicht, zu der er gefunden hatte. Wir wissen, dass es ihm, dem leidenschaftlichen Hirten und Seelsorger, schwerfiel, sein Amt zu lassen, und dies gerade in einer Zeit, in der die Kirche besonders dringend überzeugender Hirten bedarf, die der Diktatur des Zeitgeistes widerstehen und ganz entschieden aus dem Glauben leben und denken. Aber umso mehr hat es mich bewegt, dass er in dieser letzten Periode seines Lebens loszulassen gelernt hat und immer mehr aus der tiefen Gewissheit lebte, dass der Herr seine Kirche nicht verlässt, auch wenn manchmal das Boot schon fast zum Kentern angefüllt ist. Zwei Dinge haben ihn in der letzten Zeit immer mehr froh und gewiss werden lassen. Zum einen hat er mir immer wieder berichtet, wie es ihn mit tiefer Freude erfüllt, mit im Bußsakrament zu erleben, wie gerade junge Menschen, vor allem auch junge Männer, die Gnade der Vergebung erleben, das Geschenk, wirklich das Leben gefunden zu haben, das ihnen nur Gott geben kann. Das andere, was ihn immer neu berührt und freudig gestimmt hat, war das leise Wachsen der eucharistischen Anbetung. Beim Weltjugendtag in Köln war ihm dies ein zentraler Punkt, dass es die Anbetung gebe, eine Stille, in der nur der Herr zu den Menschen und zu den Herzen spricht. Manche Experten der Pastoral und der Liturgie waren der Meinung, dass sich eine solche Stille im Hinschauen auf den Herrn bei einer so riesigen Anzahl von Menschen nicht erreichen lasse. Einige waren wohl auch der Meinung, eucharistische Anbetung sei als solche überholt, da ja der Herr im eucharistischen Brot empfangen und nicht angeschaut werden wolle. Aber dass man dieses Brot nicht essen kann, wie irgendwelche Nahrungsmittel, und dass den Herrn im eucharistischen Sakrament zu empfangen alle Dimensionen unserer Existenz einfordert, dass Empfangen anbeten sein muss, ist inzwischen doch wieder sehr deutlich geworden.
So ist die Weile der eucharistischen Anbetung beim Kölner Weltjugendtag zu einem inneren Ereignis geworden, das nicht nur dem Kardinal unvergesslich blieb. Dieser Augenblick war ihm seither immer inwendig gegenwärtig und ein großes Licht für ihn selbst. Als an seinem letzten Morgen Kardinal Meißner nicht zur Messe erschien, wurde er in seinem Zimmer tot aufgefunden. Das Brevier war seinen Händen entglitten. Er war betend gestorben. Im Blick auf den Herrn, im Gespräch mit dem Herrn. Die Art des Sterbens, die ihm geschenkt wurde, zeigt nochmal und noch einmal auf, wie er gelebt hat. Im Blick auf den Herrn und im Gespräch mit ihm. So dürfen wir seine Seele getrost der Güte Gottes anempfehlen. Herr, wir danken dir für das Zeugnis deines Dieners Joachim. Lass ihn nun Fürbitter für die Kirche in Köln und auf dem ganzen Erdenrund sein. Requiescat in pace. Benedikt XVI., Papa Emeritus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, lasst uns in Stille unseres verstorbenen Bruders Joachim Kardinal Meißner gedenken, der unter uns gelebt und den Gott zu sich gerufen hat. Zu Jesus Christus rufen wir voll Vertrauen für unseren Bruder Joachim. Erlöse ihn, o Herr. Erlöse ihn, o Herr. Von aller Schuld. Erlöse ihn, o Herr. Durch deine Menschwerdung und dein heiliges Leben. Erlöse ihn, o Herr.
durch dein Kreuz und Leiden. Erlöse ihn, O Herr. Durch dein Sterben und dein Auferstehen. Erlöse ihn, O Herr. Durch deine Wiederkunft in Herrlichkeit. Erlöse ihn, O Herr. Lasset uns beten. Gütiger Vater, in deine Hände empfehlen wir unseren Bruder Joachim. Wir danken dir für alles, womit du ihn im Leben beschenkt hast und für das Gute, das du durch ihn gewirkt hast. Zuversichtlich bitten wir, dass er wie alle, die in Christus gestorben sind, mit Christus auferstehen wird am jüngsten Tag. Wir bitten dich, nimm unseren Bruder Joachim auf und gib ihm Wohnung und Heimat bei dir. Uns aber, die zurückbleiben, stärke im Glauben, damit wir einander aufrichten und trösten, bis wir alle mit dir und unserem Bruder vereint sind, durch Christus, unseren Herrn. Wir haben hier keine bleibende Stätte. Unsere Heimat ist im Himmel. Lasst uns darum den Leib des Verstorbenen zum Grab tragen, in der Hoffnung auf die Auferstehung. Thank you.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du hast 3 Tage im Grab gelegen und durch deine Auferstehung das Grab für uns zu einem Zeichen der Hoffnung gemacht. Wir bitten dich, segne dieses Grab und lass deinen Diener in Frieden ruhen, bis du ihn auferwecken und erleuchten wirst. Denn du bist die Auferstehung und das Leben. Im Licht deines Angesichtes lass ihn im Himmel das ewige Licht schauen, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Wir nehmen Abschied von Joachim Kardinal Meißner. Wir tun dies im Glauben an die Auferstehung und bitten, Christus nehme ihn auf. Er hat ihn erlöst, er stehe für ihn ein beim Vater. Christus leuchte ihm als ewiges Licht. Die Liebe aber, die uns mit ihm verbindet, möge fortdauern in der Gemeinschaft der Heiligen. Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Wir übergeben den Leib der Erde. Christus, der von den Toten auferstanden ist, wird auch unseren Bruder Joachim zum Leben erwecken. Im Wasser der Taufe bist du mit Christus begraben worden und hast in ihm neues Leben empfangen. Der Herr vollende an dir, was er in der Taufe begonnen hat. Dein Leib war Tempel des Heiligen Geistes. Der Herr nehme dich auf in das himmlische Jerusalem. Das Zeichen unserer Hoffnung. Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus sei aufgerichtet über deinem Grab. Der Herr schenke dir seinen Frieden.
Lasst uns beten für alle unsere verstorbenen Angehörigen und für alle Toten. Gott, Vater des Erbarmens, schenke ihnen Vergebung und Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. Vollende sie in deinem Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten auch für jene, die um Joachim Kardinal Meißner trauern. Gott, spende allen Trostes, tröste sie in ihrem Schmerz. Wir bitten dich, erhöre uns. Festige ihren Glauben und stärke ihre Hoffnung. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten auch für uns selber und für alle Lebenden, besonders für denjenigen aus unserer Mitte, der als erster dem Verstorbenen vor das Angesicht Gottes folgen wird. Gott, Herr des Lebens, gib, dass wir dich suchen und umkehren zu dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Stärke und erhalte uns in deinem Dienst. Wir bitten dich, erhöre uns. So wollen wir gemeinsam so beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, und im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir wollen auch die Fürsprache der Gottesmutter anrufen für unseren heimgegangenen Erzbischof und auch nicht nur für ihn, sondern auch für uns selbst in diesem Gebet um eine gute Sterbestunde beten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Lasset uns beten. Gnädiger Gott, erhöre unsere Gebete für unseren verstorbenen Erzbischof Joachim Kardinal Meißner. Er hat deinen Namen unter uns kundgetan und die Menschen zu Christus geführt. Dein Sohn komme ihm nun entgegen und nehme ihn auf in die Gemeinschaft der Heiligen im Himmel. Er, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Herr, gib ihm, unseren anderen verstorbenen Erzbischöfen und all unseren Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Ruhe. Lass sie ruhen in Frieden. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben unseren Erzbischof zu Grabe getragen. Ich möchte Ihnen, liebe Familie Meißner, noch einmal im Namen des Domkapitels, aller Weihbischöfe, der Gläubigen unseres Erzbistums meine aufrichtige Anteilnahme aussprechen und Ihnen sagen, wie dankbar wir hier in Köln für die vielen Jahre des Dienstes Ihres Bruders, Ihres Schwagers, Ihres Onkels gewesen sind. Und ich denke, wie sehr er auch hier in Köln angekommen ist, das hat heute dieser Tag besonders gezeigt. Ich möchte all denen danken, die in den vergangenen Jahren in besonderer Weise mit unserem Erzbischof gearbeitet haben, natürlich den verschiedenen Sekretären, Oliver Boss als dem letzten Sekretär, der 10 Jahre lang diesen Dienst ausgeübt hat. Ich möchte danken Frau Törnig, Frau Müller, den Ehepaar Dolecki und nicht zuletzt den Schwestern, die in den unterschiedlichen Aufgaben und Diensten im erzbischöflichen Haus
gewesen sind und die Arbeit und den Dienst von Kardinal Meißner unterstützt haben. Ich möchte allen danken, die heute hierher gekommen sind. Ihnen, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, den Damen und Herren der Presse für die Berichterstattung schon in den vergangenen Tagen dann auch noch mal in einer besonders intensiven Weise, der Frau Oberbürgermeisterin und all den anderen Bürgermeistern und Oberbürgermeistern, den Vertretern der Kommunen, den Landräten und wer insgesamt heute hier gewesen ist. Ich danke euch allen, liebe Mitbrüder, die ihr euch auf den Weg gemacht habt, von nah und fern. Und lieber Erzbischof Genswein, nehmen Sie einen besonderen Dank an seine Heiligkeit Papst Emeritus Benedikt mit für dieses so persönliche und bewegende Wort des Abschieds. Ja, wir haben unseren Erzbischof zu Grabe getragen. Ich habe gestern Abend, als wir in der Vesper zusammen waren, gesagt, für unsere Diözese waren die vergangenen 10 Tage noch einmal so etwas wie Exerzitien, die uns unser Erzbischof gehalten hat. Er ist uns noch einmal zum Zeuge geworden, dass nicht der Tod für uns das Ende ist, sondern die Auferstehung auf uns wartet. Er hat noch einmal das getan, was ein guter Hirte tun muss. Er hat die Menschen um sich gesammelt. In den vergangenen Tagen ist hier bei uns so viel gebetet worden, wie wir das sonst vielleicht im normalen Alltag nicht so erfahren. Ich danke Ihnen allen, dass Sie das so mitgetragen haben. Wir haben bei den verschiedenen Anlässen und Gottesdiensten immer wieder unterschiedliche Aspekte des segensreichen Wirken unseres Kardinals aufleuchten lassen. Was bleibt? Vielleicht ein Wort. Wir sind hier in Köln und haben in unserem Dom eines der größten Schätze der Christenheit. Sie werden hier in diesem Dom geborgen und in unserer Stadt. Die Reliquien der Heiligen Drei Könige. Und wir wollen uns das Wort unseres Erzbischofs, das er 1987 in Dresden, damals bei dem Katholikentreffen in der DDR, gesprochen hat, zu eigen machen. Wir wollen hier in Köln keinem anderen Stern folgen als dem von Bethlehem. Warum? Weil der kein Irrlicht ist, weil der uns hinführt zu Christus, dem Herrn der Geschichte, dem Herrn unseres Lebens, weil er uns feit vor allen Irrlichtern und Irrwegen. Wir wollen ihm allein folgen, Christus, dem Herrn seiner Kirche, durch die Zeit mit unserem verstorbenen Erzbischof Gott entgegen. Das ist das Ziel unseres Lebens, auf das hin wir geschaffen sind und zu dem hin wir unterwegs sind. Auf dieser Pilgerschaft, die wir jetzt in dieser Welt weiter fortsetzen dürfen, wollen wir jetzt Gott um seinen Segen bitten, dass er uns auf dieser Pilgerfahrt geleite und uns allen eine glückselige Ankunft in seinem Reich gewähren möge. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn
und der Heilige Geist. Amen.